Einfach Neues bei Let's Play Pokémon Platin Part 24. Und bevor wir campen, entwickle ich jetzt erstmal meinen Stab. Das wird Zeit. Aber. Ei klar. Aber ich will auch entwickeln. Du wirst zum. Ne, bei dir sind jetzt noch ganz viele Level. Das ist ja noch weit weg. Gar kein gutes Item, was ich meinem Bräuelin geben kann. Ein Impo. Leon. Attacke lernen. Ist die gut? Was? Ist gar nicht gut. Hallo. Zeig mir doch mal an, was das to ist. The opponent. Doch jetzt. Ich verstehe dieses Klettern-Ding immer noch nicht. Ich auch nicht, das ist richtig crazy. If the holder is hit with a move, contacts the Klettern will latch onto the... Ah, ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, so. Du kriegst jede Runde Schaden, aber wenn du eine physische Attacke an Let's deinen go. Gegner machst, dann klebt er dann an deinem Gegner dran. Wenn ich richtig verstanden habe. Kampf Nummer 5. Dann gibst du das Ding an deinem Gegner weiter. Ich glaube, es könnte... Die Frage ist, kann er erst wieder zurückgeben? Es könnte, glaube ich, ein bisschen spannender werden, meine Freunde. Aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Wir haben ja gelernt, ich bin langsamer als du. Jupp, jupp. Ich will eigentlich gerade schon wieder... Ach. Ich wollte gerade Erdbeben einsetzen. Nein, nicht Erdbeben. Also, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah. Blödes. Ich hätte sogar kostenlos auswechseln können. Ja, kostenlos. Zu dem Ornet Flattery. Jo. Ich mag Fliegen. Fliegen tut jedem Pokémon von mir weh. Ich mag Schalterra. Was ist eigentlich mit Bidifas? Nee, das ist... Ja, inwiefern darf ich das benutzen? Ja, wenn du kein Pokémon mehr hast. Ich ja, wow. Ich benutze das auch nicht als Tauschding. Ich benutze das ich auch will kein willst. Anderes Pokémon reintauschen. Ja, das musst du aber. Aber du sollst auch nicht Mauler weh tun. Ja, das... Musst du das. Kannst du nicht schneller sein? Nein! Ach komm. Ich hasse das Spiel. Das ist doch so unfair. Ich hasse dieses Spiel. 95% Genauigkeit. Nee, du hast jetzt keinen Fliegen eingesetzt. Gut. Wetten, ich bin jetzt wieder schneller als du. Natürlich bin ich schneller, weil ich ein Tails hab. Weil ich ein Tails hab. Ah, wie schön. Ich weiß, dass ich schneller bin, deswegen mach ich jetzt auch das. Da bin ich auf jeden Fall schneller. Weil ich sowieso wäre. Mach nicht so doll Aua, bitte. Das war zu doll Aua. Aua. Nein, du überlebst das. Tatsächlich. Als ob! Nee, das reicht. Komm, das ist nicht sehr effektiv. Bitte nicht. Ja, natürlich das sehr effektiv. Oh, shit. Du meinst, das kein Step hat? Ja. Meine ich doch. Darüber kann man sich streiten. Nee, du wechselst jetzt nicht aus. Lori. Mach nicht. Ach, ich liebe es ja. Nein, ich wollte doch was anderes machen. Nein. Doch. Weißt du, was ich machen wollte? Krepier. Weißt du, was ich machen wollte? Ach, du wirst es auswechseln. Jetzt... Nein. Du wirst jetzt aber nie rausfinden. Nie wirst du es rausfinden. Ja, aber du sagst es jetzt. Nein, sag ich. Doch. Goldrohr einsetzen. Hallo. Was der jetzt hier? Guten Tag. Ich bin vom Dienst. Ja, was machen wir jetzt? Das mal. Ich denke immer, das ist ein Eis-Pokémon, ist es aber nicht. Nee, ich mag den Typen aber. Wasserdüse, interessant. Warum zieht er so wenig ab? Warte mal. Weil es eine Stärke 40 hat. Oh, das ist immer noch sehr effektiv. Das ist natürlich problematisch. Habe ich mich jetzt vertan? Das ist natürlich belastend. Kannst du vielleicht nicht auswechseln? Vielleicht auch nicht.
Glaubst du nicht, dass eine Überraschung? Habe ich auch nicht geglaubt, aber trotzdem. Und nicht wäre genauso effektiv gewesen gegen mich. Ja, genau, schreck zurück. Wehe nochmal. Hallo! Das war sogar ein Quid, das zählt nicht. Gerechtigkeit. Mein Fliegen ist daneben gegangen. Das sind der Schaden, der jetzt da zurückkommt. Hallo! Nein, das darfst du! Nein! Du doch überlebst. Nicht wahr, der hat eh viel zu viel Schaden gemacht. Ach, warum stirbt er denn mit einem Mal? Was ist das denn? Ja, Volltreffer! Du hast auch zweimal Volltreffer gemacht. Nee, das war einmal. Das waren, glaube ich, zweimal. Das hat nicht so viel ausgemacht. Das hätte auch wahrscheinlich nichts ausgemacht. Na, wie belastend, ey. Im Kampf davor habe ich auch gewonnen. Mit Erdbeben, ohne Volltreffer, glaube ich. Ich habe voll den Clinch gerade. Lori, Lori, ich glaube an dich. Ich muss überlegen. Lori. Jetzt darf ich. Du hast nur zwei Pokémon. Ja, ich weiß. Wow. Ach, warum zieht das so verdammt wenig ab, ey? Das ist ja auch sehr effektiv. Warum vertue ich mich denn immer? Ich wusste es auch nicht, ich hab's nur gesehen. Ja, genau! Ach, das ist aber schön. Gut. Ich lasse so aus. Als ob ich schneller bin. Ach, das ist doch ein schöner Kampf, ich mag's. Der wievielte Arena-Kampf ist das jetzt? Hallo. Ja, ich bin tot. Hallo. Ach, bin ich nicht. Das war der fünfte. Oh, da kannst du fast gar nicht mehr ausgleichen. Ach, komm, das ist so schön. Oh, jetzt ist aber blöd. Er hätte noch gewinnen können. Oh, jetzt aber nicht mehr. Oh, ich muss mein neues Teammitglied nicht mal rausholen. Ah, ich hätte die andere Seite gemacht. Ja, es ist tot. Aber ich zeig's dir trotzdem, guck mal. Super toll. Oh, komm. Oh Mann. Das hätte ich noch nicht. Ich hätte. Stirb! Doch, da hätte ich. Ja, aber gegen diesen Geist. Den hätte ich nicht gesagt. Ja, gut. 5-0. Wow. Och, das gefällt mir richtig gut. Naja. Wir machen das. Ist so schön, nicht die ganze Zeit zu verlieren. So, das Team wieder sortieren. 35. Ist ja 35. 33. Ich habe 37, 37, 33 und 32. Ey, hast du auch keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Also, wo ist denn dieser Typ? Kavum. Boah, das war ganz schön laut. Ey, Dude, was damit soll das? Was soll ich? Das ist eine recht interessante Freistellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthält die sogenannte Galaktikbombe. Ich hab's ausgepackt, auf den Knopf gedrückt, ganz einfach, und dann ging sie los und das klang dann etwa so. Kawum! Ach, gut, dass du mich dran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gern weitergeplaudert, bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. Ich geb dir recht. Dem Großmutter darf kein weiterer Schaden zugefügt werden. Ihr beide folgt mir bloß nicht. Und lasst bloß niemanden herein. Falls da drin noch etwas explodiert, sollte niemand mehr sein. Hey, 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 du musst dem folgen. Ganz schnell. Okay. Ja. Oh, jetzt ist er hier. Was soll das denn? Ring mir nicht hinterher. Pass auf, dass meine Pokémon nicht auspacke. Sei mal froh, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe. Ah, wir benötigen Energie. Und da unser Boss das entwickelt, ist er ein Genie. Oh, du lauschst mir die ganze Zeit. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Aber dieser Typ. Oh, natürlich im ersten Büschel wieder ein Pokémon. Aber Junge, Junge, dieses Galaktikbombe holt ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was wir da wohl vorhaben? Oh, du hast gelauscht. Ich hab doch nur laut gedacht. Du bist anhänglich als Kleister. Und ich hab es satt, immer vor dir wegzulaufen.
aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen. Jetzt. Oh, es kommt da auch noch. Ach, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich eilte sofort dabei, als ich hörte, dass das Verdächtige Team Galaktiken bei der Burg eingetroffen ist. Dieses Etwas, das war eine Bombe? Eine Explosion gab's auch? Nun, ich habe gehört, dass öfter ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmoor, sagst du? Und du verfolgst einen Mann, der... Oh, das ist ja total aufregend. Ein Mann mit einem Topfschnitt, also. Es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung, guck auch. Das war dann wohl wirklich Team Galaktik. Oh nein, oh nein, 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 Lebel, Lebel. Wie konntest du das nur sehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah. Er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, warte, warte! Okay. Alter, wo ist der denn? Halt, stopp. Ach, du schon wieder. Ich hab die Bombe gefunden. Nee, oder nicht? Können wir jetzt nicht Surfer einsetzen? Nein, wir müssen Surfers mal bekommen. Ich will Surfer haben. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, das dieser Boss die ganze Zeit sagt. Ach, mir wird komisch, wenn ich dran denke. Wenn wir dieses Ding einsetzen. Ah, oh, du hast schon wieder belauscht. Du bist so nervtötend. Ich werde aber nicht gegen dich antreten. Was ist los mit dir? Ah, nein, bist du mir auch noch auf den Fersen. Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Meine Pokémon wird es jetzt zeigen. Das Wesen stark. Klibunkel. Ich hätte deinen Klibunkel so fertig gemacht, Psycho. Ich hätte es einfach weggefegt. Aber ich habe dein blödes... Ha, mein Klibunkel ist stärker als deins. Um 2 Level oder was? Ein Level. Okay. Der hat nur einen Klebunkel. Wow. Kampf der Giganten. Wäre ich doch davon gelaufen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich fahre aus dem letzten Loch. Ich muss das dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Alter, wie der läuft. Oh, da kommt Cynthia. Ich glaube, die gibt einen jetzt Hörfer. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Warum haben alle so einen sächsischen Akzent? Ich weiß es nicht. Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, in den sie eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich ein legendäres Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Das kommt ja an. Hey, Blondie! Hey. Wo ist dieser Schurke? Und der bleibt dir kennengelernt. Wie? Sag bloß. Du hast den... die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester ist? Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, achso. Der Explosion im Großmoor? Ach, das war alles ernst. Das war Marinus hat mir gesagt, ich soll dir sagen. Aber dieses Team Galactic, sie sind außer Kontrolle geraten, oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen werden. Mach's gut. Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen. Kann das sein? Also, um aufs Thema zurückzukommen, hast du die Horde von Enton auf Route 210 gesehen? Ja. Ja genau, hinter dem Café auf der Route, an der Route 210. Du hast die Enton gesehen, die sich ihre Köpfe halten? Wie dem auch sei, gib den Enton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird sich das für dich lohnen. Wir halten Geheimtrank. Als ich jünger war, bin ich auch mit meinem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art von Pokémon finden. Ich muss los, bis bald. Ach, wir können doch nicht surfen, das kommt. Ich habe zwei Fragen. Warum lügst du, wir kriegen keinen Surfer? Warum kommen jetzt nur Leute, die du redest? Ach so, ja. Nee, Surfer bekommen wir erst in dem nächsten kleinen Dorf. Von der Oma. Wo ist denn jetzt die Enton, Männer? Nein, da gehen wir noch nicht hin. Doch. Nein. Wir müssen die Route machen, die jetzt kommt, sonst sind wir dann später zu stark für die. Das heißt, die Route. Zurück nach Weideburg. Ich bin geflogen. Oh, stimmt, wir können ja fliegen. Ja. Completely vergessen. Feier rein. So, die Bombe ist also entschärft. War nicht so schlimm. Richtig spannend. Und jetzt kommt die nervigste Route mit vom Spiel. Hallo. Aber wir können sie auch nicht vollenden, aber ein bisschen machen wenigstens, weil... Ja, ich war im Großmoor, ist gut jetzt. Oh, Zerschneiderbüchchen. Ich der Zerschneider.
Ach, warte mal, das Item haben wir noch vergessen, scheiße. Das ist richtig gut versteckt eigentlich. Wenigstens ein gutes Item. Ja. Soll man nicht meckern. Hätte zwar lieber ein Top-Beleber gehabt, aber. Naja. Hypertrank. Und ein Forscher. Ja, wenn du willst, kannst du den jetzt reden. Ich halte mich mal zurück, der Vincent. Hatte den schon weggedrückt. Ach Mann. Entweder Feuer oder Kampf. Ist gut gegen den. Oder Boden. Aber das trifft halt nicht. Stimmt, der hat Schwebe. Aber es wäre effektiv. Oder hat der Schwebe? Ich glaube sogar, der hatte keinen Schwebe. Ich glaube, er hat eine Zone hat Schwebe. Ich glaube, das war. Das habe ich immer nur gedacht. Ich teste es mal aus. Weiß ich jetzt nicht. Er hat keinen Schwebe. Ich hasse das. Das war immer dieses. Wo man nicht weiß, ja, ist es jetzt, ist es nicht. Er hat keinen Schwebe. Und ein Kadabra. Ach, hier war wieder die schöne Musik. Und eine Schirmdame. An regnerischen Tagen bin ich entspannter. Nicht angespannter. Okay, das ist ein großer Unterschied. Die Sabrina. Mit einem Felino. Wow, und ich habe ein Elektro-Pokémon. Belastend. Felino. Junge, Vorahnung. Aktivier dich doch nicht, wenn du eh nichts bringst. Ja, manche Fähigkeiten sind schon sehr. Soll ich aktivieren, wenn es auch was bringt? Der wollte ich aber sagen, ha, bin aktiviert. Was bringt hier trotzdem nicht? Aktiv, Mel aktiviert Abwehrkräfte. Ey, das hat mich voll dran erinnert. Ach, hier kommen doch bestimmt ganz viele Morlords. Ich hasse das. Wenn man kein Elektro einsetzen kann, obwohl es eigentlich sehr effektiv ist. Nee, ist es nicht. Eigentlich. Weil es Wasser ist. Aber Boden macht das kaputt. Nein, du kannst. Oh, ja, als ob der zwei O-Absorber hat. Ich glaub's nicht. So, jetzt müssen wir nochmal kurz den Weg zurückgehen, weil wir hätten es war sozusagen mehr abkürzt. Gold. Oh, warum hat er denn H2O-Absorber? Divi. Monod. Felino. So. Ui. Dönerzahn los. Ich fand, unser Kampf hatte einiges. Er hatte viel Zurückschrecken, viele Volltreffer, vieles verarscht fühlen. Und natürlich mal wieder die Niederlage von meiner Seite. Ja, das muss ja dazugehören. Ich kann sehr schwierig noch. Also, wir machen jede Arena, da machen wir nochmal. Vor der Siegestraße. Oder nach der Top 4. Also, ich kann noch ausgleichen, aber mal gucken. Das ist schon wie beim letzten Let's Play, beim letzten irgendwas. Nur andersrum. Da habe ich auch die ersten zwei oder drei Kämpfe höchstens gewonnen. Scherben gesucht. Tausche gegen Pokémon-Attacken. Aber Scherben haben wir noch gar nicht, oder? Du Arsch, die Scherben haben wir doch eben alle verkauft. Ach, Indigo-Stücke sind Scherben? Ja. Ah, hatte ich doch was. Kannst du denn machen? Ach, Flo. Ach, als ob. Heißhieb. Anschauer, Nachtmar, Eissturm. Ja, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich finde, die anderen Attacken sind lieber besser. Ja, Eissieb zum Beispiel hätte ich gern gehabt. Hä, du weißt ja gar nicht, ob du es lernen kannst. Doch, kann ich lernen. Ach, wir bekommen noch genug Stücke im Laufe des Let's Plays. Der Arena-Leiter hat ja auch Eissieb gegen mich eingesetzt, also kann ich es auch lernen. Achso, das ist das Prinzip. Hier ist doch so. Kämpfst du? Ich stecke Morast fest. Wer zählt denn so Blödsinn? Das ist eine ganz Körperschlammkur. Ah ja. Und Toxin. TM-Toxin. Hier da, na, bei dem Haus dann rechts weiter. So, den Trainerkampf machen wir noch. Boom, gehauen. Der Ranger Fritz.
Was, wen hast du umgehauen? Das Pokémon. Wo bist du denn gerade? Die Schirmdame da. Okay, und von da aus dann rechts, das müssen wir noch nachholen. Komm, bis. Was machst du jetzt? Venus Liebes. Ich mag das Pokémon. Aber es hat eine Weiterentwicklung verdient. Ja, aber keine bekommen. Das ist so traurig. Ein Item. Oh, das ist richtig schön. Toxine, ne? Gefällt mir auch. Boah, warum hast du ihn betrogen? Psycho-Klinge. Warum habt ihr nur Luxio? Karakali hat irgendwie nicht KP irgendwie. Der hat auf Level 36 nur 100 KP. Hä? Hm, schon wenig, ja. Der ist nur Pflanze. Okay. Ich hab nur gedacht, der wäre auch Gift. Ich hatte ehrlich gedacht, dass der Pflanze Flug ist. Flug? Ja. Okay. Nee, kein Flug. Nee, kein Gift. Ja, aber das ist eine giftige Pflanze, dachte ich, so eine. Nee, giftig ist die nicht. Hab ich gedacht, so eine Venusfliegenfalle, so ein. Die haben aber kein Gift. In halt in richtig fies. Die haben aber kein Gift. Ja. Dann haben sie es halt übertrieben. Ein Pokémon muss ja nicht alles logisch sein. So. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Häuschen hier. Und Chlori, ich habe eine Sache in den letzten Parts gar nicht gesagt. Was ist los? Ich hab Hunger. Das muss doch nicht sein. Ja, doch. So, mit diesem zweiten Abschnitt der Route machen wir beim nächsten Mal weiter. Wer weiß, wie weit wir überhaupt kommen. Ich weiß nicht, wann ihr Surfer braucht, aber für ein paar Items auf jeden Fall. Weißt du, wie mich das aufregt? Da muss man nötig. Kannst du aufhören, immer abzumoderieren, wenn ich noch mitten im Kampf bin? Da muss man nötigenfalls halt einfach wieder zurückkommen. Ich guck mich hier nochmal kurz um bei den Scherbentypen. Willst du auch Scherben haben, du kleines Mädchen? Ne, nur dein Papi. Okay. Kannst du was lernen? Bist du denn schon wieder? Ich bin jetzt gerade im Haus bei dem Scherbentyp. Ein guter alter Scherbentyp. Theoretisch könnte man das machen. So, ich komme raus. Wo bist du denn? Da. So, wie gesagt, es ist jetzt nicht so viel passiert. Okay, wir haben die Bombe jetzt irgendwie. Weiß nicht genau, was mit der Bombe ist. Du schaffst dich hinzustellen. Das ist immer so schön. Ja, ist immer gleich, aber. Ja. Im nächsten Part geht's hier weiter. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann noch wieder einschaltet. Tschüss! Tschüss!